Hey yo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen, Perücke rutscht hier, zum United-Viertelfinale. Unser Gegner heute, Tizi Schubech. Hinspiel haben wir gerade bei denen aufgenommen, ihr seht hier das Rückspiel. Checkt das Hinspiel zuerst ab, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich spoilere es euch jetzt. Ach, sorry. Allergie wahrscheinlich. So, Hinspiel lief. Ich habe relativ schnell 2-0 geführt. Also die erste Hälfte hat komplett mir gehört. Da, wobei das zweite Tor mit mega viel Glück war, weil ich dann ganz unglücklich einen Rebound aus deren Sicht bekommen habe. Habe dann direkt 2-0 geführt. Dann mir noch vor der Halbzeit eingefangen. Ja, und das ist ein Phänomen, das kennen wir alle. Ich glaube 44 oder so habe ich Gegentor kassiert. Dann ist das Spiel komplett umgeschwenkt. Zweite Halbzeit ging bei mir gefühlt gar nichts mehr. Bei mir sind keine Pässe angekommen, gar nichts. Daraufhin ist das 2-2 passiert. Ich habe Hinspiel gegen Simon gespielt. Jetzt müsste ich gegen Timo spielen. Ja, ich habe es dann aber noch geschafft, das Spiel für mich zu entscheiden mit einem 3-2 von Neymar. Das heißt, wir gehen mit einem Tor Führung ins Rückspiel. Die Ergebnisse werden ja zusammengezählt. Wir dürfen jetzt das Rückspiel einfach nicht verlieren. Dann haben wir den Finaleinzug. Ich weiß, stand jetzt gerade auch noch nicht, wer unser Gegner ist. Das Spiel von Erne und Gamer Brother ist noch nicht hochgeladen. Ist auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Es könnte nämlich das letzte United-Video sein, wer weiß. Je nachdem, ihr seht jetzt nochmal 3-2 war das letzte Spiel. Wenn die Jungs jetzt mit 2 Toren Führung gewinnen, dann war es das. Ich glaube, wenn sie mit einem Tor Führung gewinnen, dann geht's, ich weiß gar nicht, ob in Entscheidungsspiel oder Elferschießen. Ich weiß das gar nicht genau. So, dann laden wir die Jungs jetzt ein. Bin mies nervös, muss ich sagen. Ich spiele halt selber fast gar kein FIFA mehr und deswegen bin ich auch nicht mehr so kaltschneuzig. Also nur noch 11 Games am Wochenende und sonst auch gar nicht mehr. Gegen die Jungs will ich jetzt nochmal abliefern. Ich würde schon gerne ins Finale kommen, weil dann gibt es natürlich ins Halbfinale, weil dann haben wir auf jeden Fall nochmal 2 Videos hier, in dem wir das Halbfinalspiel haben und entweder das Finale oder das Spiel um Platz 3. Aber ich war schon mal froh, weil ich dachte, sie spielen mit Fünferkette, aber haben sie im Hinspiel nicht gemacht. Haben mit 4-2-3-1 gespielt, was sehr, sehr angenehm war. Mir fällt gerade auf, ich habe im Hinspiel gar nicht gewechselt. Einfach nicht einmal gewechselt im Hinspiel. Jetzt das Spiel noch für uns entscheiden oder zumindest nicht verlieren. Dann haben wir den Finaleinzug. Bin gespannt, wie Timo spielt. Simon hat auf jeden Fall die ganze Zeit die Umut-Bälle probiert in der zweiten Hälfte. So, los geht's. Oh, ich weiß nicht, wohin. Ah, fuck. Komm, Blanc. Mach mich stolz, Digga, let's go! Dieser verfluchte Penner, Blanc. Erstes Tor, was der in diesem Turnier schießt. Ganz wichtiges Ding direkt. Ein ganz wichtiges. Und der Starspieler hier. Der hat im Hinspiel auch gescored. Ganz wichtiges Ding hat der gemacht. Das 1-0. Oh mein Gott, das wäre so wichtig gewesen. Aber gut, von Klostermann da. Wichtig, wichtig, wichtig. Da spiele ich auch einfach, da bin ich, keine Ahnung, was ich da mache. Das meine ich halt, das fehlt bei mir momentan einfach, dieses Kalte vorm Tor. Komm, El Shaarawy, oh mein Gott. Hätte ich auch nochmal ein Stück gehen können. Oh, oh. Es ist das 1-1 und wieder so ein Scheiß-Dreieckspass und wieder kurz vor der Pause. Meine Güte, was habe ich für Probleme, ey. Egal. Immer noch ein Torunterschied. Wir haben sonst nichts zugelassen. Ey, was ist das denn für ein... Also, ich habe langsam das Gefühl, meine Spieler wollen mich verarschen. Was ist das für ein Pass? El Shaarawy stand so frei, hätte er den einfach hochgepasst. Reverse Elastico und es wäre ein Tor gewesen. Er ist so dumm. Oi, oi, oi. Immerhin kriegt ihr ein spannendes Game. Ich habe 68% Ballbesitz, Digga, wo kommt die her? Oha, im Hinspiel sah es genau andersrum aus, wo kommen die Ballbesitz, Digga, WTF? Das hätte ich so jetzt aber nicht erwartet. Ich glaube, das liegt daran, dass die halt immer so schnell, die suchen einfach immer direkt den Umut-Pass. Oh, so schlecht, komm. Nein, Wijnaldum, ey, bitte.
pusht euch doch jetzt nochmal. Komm, Neymar. Oh mein Gott, wie machst du den nicht? Was? Ich hab den so zugelaufen. Oh mein Gott, schneid es rein, Danny. Wie ich den Spieler angewählt hab. Digga. Komm, das muss es sein. Das muss es sein. Boah, da sah der Upamecano ganz schlecht bei ihm aus. Boah, hätte er den nicht gemacht. Puh, okay, wieder 2 Tore Vorsprung, wichtig. Nur die Mitte zu machen, nur die Mitte zu. Boah, zum Glück hat er da geschossen. Sein Stürmer stand ganz frei. Jetzt komm. Jetzt geh. Also ich wollte mich gerade darüber aufregen, dass dieser verdammte El Shaarawy den Ball verstolpert. Und dann ist dadurch doch trotzdem noch ein Tor entstanden. Alter, oh mein Gott, was war das denn? Stark gespielt. Puh, da sind schon wieder nur noch 2. Ich habe ihn so in den Lauf da oben gespielt, damit er da einfach durchrennt. Abseits aber, glaube ich. Also wir ziehen hier ins Halbfinale ein mit keiner Glanzleistung, meiner Meinung nach. Vielleicht können wir noch mal eins machen, dann sieht es schon mal ein bisschen schöner aus. Sieht dann jetzt doch ein bisschen eindeutiger aus. Ich meine, klar, die haben jetzt auch aufgemacht. Das Tor von El Shaarawy und auch das letzte sind jetzt nur entstanden, weil die hinten aufgemacht haben. GGs an Timo. Haben ihre Chancen gut genutzt. Das Tor mit Luzano war richtig krank rausgespielt. Insgesamt dann, wie viel war Hinspiel? 3-2. Insgesamt 7-4. Hoffe, es waren ansehnliche Spiele für euch. Sind auf jeden Fall, bei mir auf jeden Fall auch 2 Scheißtore gefallen. Bei denen war einmal ein komisches Tor mit Mané, wie er den Ball da reingegrätscht hat. Aber das war eigentlich auch noch in Ordnung. Ja, sorry hier an Timo, falls es irgendwie auf irgendeine Art und Weise außer als hätte ich auf Ballbesitz gespielt. Das hatte ich nämlich eigentlich nicht vor. Ich glaube, ich hatte halt viel Ballbesitz in deren Hälfte, weil die halt relativ gut hinten drin standen und ich dann die Lücke gesucht habe. Ich meine, ihr habt ja die Aufnahmen gesehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung. Dann sehen wir uns jetzt im Finale gegen entweder wieder viel FIFA oder Gamer Brother. Bin gespannt. Ich selber hoffe natürlich mal auf Gamer Brother, weil schon wieder gegen Erne und Stefan spielen. Hm? Und die letzten Male ging das auch nicht so gut aus. Ich muss auf jeden Fall, sollte das Spiel wieder anstehen, dann werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr FIFA spielen müssen, weil dafür bin ich jetzt gerade auch ganz offen einfach nicht gut genug, glaube ich. Ja, da fehlt mir momentan einfach was, weil ich lieber andere Games zocke. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst auch den Teasys Liebe da. Die haben sich sehr stark geschlagen, beide. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.